Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und willkommen zu einem kleinen Preview-Video zu Dirt 5. Wir sind unterwegs mit einem Preview-Build, in dem ich euch den Playgrounds-Modus zeigen kann. Das ist jetzt frisch über die Gamescom-Zeit so ein bisschen aufgetaucht und wir können ein bisschen reinzocken. Und da sehen wir drei verschiedene Spielmodi, die mit diesem Playgrounds-Modus kombinierbar sind. Ha, gut den Satz zu Ende geführt. Ja, da können wir zum einen selbst auch kreieren, aber erstmal discovern wir und werden mal mit den bisher bekannten und bisher bereitgestellten Leveln ein bisschen mal fahren. Und zwar gibt es unter anderem hier Hit and Run. Und ich würde sagen, wir spielen mal direkt diesen kleinen Modus und schauen mal hier rein. Warte mal, Global. Da gibt es tatsächlich nur zwei Leute, die hier eine Zeit aufgestellt haben. Ich bin da selbst nämlich durchgefahren und habe gemerkt, meine Zeit wurde nicht getrackt. Kam mir ein bisschen komisch vor, aber schauen wir mal rein. So, natürlich gilt, es ist eine Preview-Version. Insofern, alles, was man hier jetzt erstmal sieht, ist nicht final. So, und hier muss man durch die Tore fahren. Ihr seht auch, dass da ein paar rote Tore sind. Da lieber nicht durchfahren, denn da sind so ein paar Dinger, Säcke mit Ausrufezeichen drauf. Und das sind... Gerade eben der Versuch hat besser geklappt. Und diese Säcke mit Ausrufezeichen geben dir halt eine Time Penalty. Das solltest du dann dementsprechend berücksichtigen, sollst da nicht durchfahren. Und beim ersten, zweiten, dritten Mal, man hat jetzt gemerkt, das war jetzt nicht das erste Mal, dass ich hier gefahren bin, da kriegst du halt noch keine so richtig gute Zeit hin, weil du auch nicht weißt, hey, wo werden die Tore jetzt sein. Aber ab einem gewissen Punkt, da hast du halt so viel dazu gelernt, dass du halt weißt, wo die Tore sind und dass du da halt ganz entspannt durchfahren kannst. Und das ist so ein bisschen so ein dreidimensionales Trials, würde ich sagen, dass du hier deine persönlichen Bestzeiten halt eben aufstellen kannst, unterbieten kannst und wahrscheinlich auch im Editor so ein paar Level erstellen kannst, wo du ein paar Freunde sehr, sehr ärgern kannst. Ja, am Ende eine kleine Pinata, die man kaputt macht. Habe jetzt eine 29.1, damit bin ich 18. schneller als der Typ, der die Weltrekordzeit hält. Aber irgendwie, zählt die Zeit noch nicht. Ansonsten kannst du auf More of This gehen am Ende. Du kannst es auch negativ bewerten und du kannst auch das Bewerten skippen. Und dann bekommst du zu einer Schnellauswahl, wo du hier noch ein bisschen weiter schauen kannst. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu X Games 2020, G3. Ich gehe mal zu Checkpoint Challenge. Da weiß ich nämlich, dass das jetzt ein anderer Modus ist, aber das ist eine Strecke, die ich noch nicht gefahren bin. Okay. Da musst du, wie der Name schon sagt oder vermuten lässt, alle Checkpoints in einer gegebenen Zeit durchfahren. Oh Gott, ich filme mich hier gerade überhaupt nicht zurecht. Wo bin ich denn schon gewesen, wo nicht? Hier war ich, glaube ich, schon, ne? Ja. Okay, auch hier wieder komplett neue Map. Das heißt, am Anfang bist du vielleicht ein bisschen lost. Aber wenn du dich dann zurechtfindest, wirst du das in 38,5 Sekunden auf jeden Fall schaffen können. Checkpoint Mist? Ach, ich muss auch noch... Ach, das ist Finish. Okay. Nochmal, gleich neu starten. Beim Zurücksetzen finde ich eine Sache noch komisch. Das wird sich aber, glaube ich, zur fertigen Version noch safe ändern, weil das halt sonst sehr irritierend ist. Oh, das ist perfekt. Ja, die Sache, die ich nämlich da komisch finde, ist, dass du sofort quasi wieder losstarten kannst, ohne so einen Countdown mit 3, 2, 1. War ich hier schon durch? Ja, ne? Ja. Dann ist hier irgendwo noch ein Checkpoint, den ich finden muss. Das ist auch das erste Level, wo ich das so wirklich offen habe, die Architektur. Im anderen Level, wo ich das gemacht habe, da war es tatsächlich relativ... Ach, den direkt beim Start habe ich nicht erwischt. Oh Gott, okay. So, und dann ab durchs Ziel. Knapp über eine Minute ist okay. Ist okay, würde ich mal sagen. So, dann gehen wir auf Less of This. Also, Checkpoint-Modus ist da der zweite Modus. Auch hier kommst du jetzt nochmal zu einer Schnellauswahl.
So, und da gehen wir jetzt mal, weil wir die beiden Modi gesehen haben, zu Gymkhana. Und da würde ich sagen, nehmen wir mal Stunt Show. Und dann können wir nochmal in das andere Gebiet in Arizona rein. Und dann zeige ich euch mal ein bisschen den Editor. Oh Gott, mit einem Buggy. So, bei Gymkhana ist es wichtig, du sammelst Punkte, du hast Multiplikatoren, die du sammeln kannst, durch coole Tricks. Das heißt hier zum Beispiel, also mit einem Buggy, das ist halt das Fahrzeug, mit dem ich am ehesten nicht mit Gymkhana gerechnet hätte. Es gibt da gewisse Driftbereiche, es gibt Bereiche, da kannst du, wie zum Beispiel hier, einen Donut machen. Es gibt große Sprünge. Und ich muss leider zugeben, dass ich mit der Fahrphysik noch nicht so richtig klarkomme. So, und da oben habt ihr auch entsprechenden Multiplikator, der halt auch immer höher geht. Und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, den mal zwei Multiplikator zu holen. Und hier zum Beispiel, da kannst du auch ein 360 machen. Jawohl, das funktioniert doch deutlich besser schon. Kurz hier den Sprung noch auschecken. Ja, in Dirt 3 war ich da richtig gut geübt und konnte da teilweise über 500.000 Punkte pro Versuch, pro Run hinbekommen. Aber hier passt die Übung noch nicht ganz. 31.000 Punkte hat der Typ mit dem höchsten Rating hier. Das ist schon krass. So, da fahren wir nochmal zum Startpunkt. Bei einem relativ schwachen Versuch. 9.000 Punkte. Ich würde sagen, more of this, und ich möchte ein anderes Fahrzeug haben. Twist and Turn Mania. Ist das mit Gymkhana wieder? Ah, okay, jetzt mit dem Abarth. Mit dem Fiat. Ah, nee. Okay, das ist ein anderer Modus. Das ist jetzt wieder Gatecrasher. Oh Gott. Ah, nee, Checkpoint-Rennen. Oh Gott. Chaos. Reset to track. Oh! Okay. Der Reset-Punkt. Manchmal auch ein bisschen komisch. Hä? Wurde ich gerade rückwärts zurückgesetzt? Keine Ahnung. Gehen wir mal raus. Ich wollte Gymkhana nochmal fahren. So, Cape Town, was für Autos haben wir hier? Ich will ein anderes Auto haben als ein Buggy. Warum immer mit Buggies? Warum mit den Buggies? Die fahren sich doch total unangenehm. Ich muss eh sagen, dass ich mich momentan sehr viel schwerer mit der Fahrphysik tue als in der ersten Preview. In der ersten Preview kam ich richtig gut mit der Fahrphysik klar. Jetzt habe ich irgendwie komischerweise überhaupt keine Kontrolle mehr gefühlt und die Physik finde ich teilweise sehr, sehr komisch. Ich glaube aber, dass der Park-Editor an für sich eine sehr, sehr coole Sache ist und vor allem die Challenges von der Community erstellt, halt für sehr viele schöne motivierende Parks sorgen können. Auch wenn ich halt momentan ein bisschen lost bin. So, gehen wir mal raus. Ich möchte jetzt nochmal das dritte Gymkhana Event testen, weil ich möchte, dass wir ja einmal nicht einen Buggy haben. So, ich guck mal, ob ich jetzt mit dem klarkomme. Aston Martin, super. Ja, ich weiß auch bei Dirt Rally 2.0, als die Leute sich aufgeregt haben über die GT-Autos, die da dazugekommen sind. Das ist doch kein Rally-Auto oder so. Wo ich dachte, ja, aber die Kisten fahren doch schon in Rallys mit, teilweise. Auch wenn es jetzt nicht die klassischen Rallys-Autos sind. Ich habe heute einfach keinen guten Tag erwischt. Ich spiele auch relativ viel Project Cars 3 aktuell und vielleicht habe ich mich da komplett umgewöhnt, was die Fahrphysik angeht. Ich meine, da ist es ja auch wichtig, das Gesamtübersteuern ganz gut direkt zu unterbinden. Und hier muss es ja eigentlich schon eher provozieren. Muss ich hier mit dem Heck eigentlich gegenknallen? Ja, Mann. Schön.
Oh, 2000 Punkte voll gemacht. Und direkt nochmal. Schön. Ja, bei den Dirt 3 Gymkhana-Rennen war das ja so, wenn du halt einen Trick viel zu oft gemacht hast, dann hat das Spiel dir gesagt, hey, oh Gott, der vierte Gang. Manuelle Schaltung bei Rallye-Spielen ist auch manchmal ein bisschen knifflig. Das Spiel hat dir dann irgendwann gesagt, hey, du machst denselben Trick viel zu oft. War immerhin 11.500 Punkte. Okay. Skippen wir mal kurz, gehen wir weiter. Also, wie gesagt, mit der Fahrphysik komme ich momentan nicht ganz klar. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht bin ich gerade so ein bisschen komisch drauf, weil man kann sich auch die anderen Preview-Videos, wo es zu normalen Rennen geht, mal anschauen. Ist wahrscheinlich in der Beschreibung in der Playlist verlinkt. Dort war ich so gut unterwegs und hier plötzlich geht gerade gar nichts. Keine Ahnung, was da los ist. So, und jetzt gehen wir auf Create. Und das ist ein Bereich, wo ich auf jeden Fall weiß, dass ich nicht so gut bin. Und wir haben zum einen im Moment noch zwei Schauplätze, wo wir unseren Park bauen können. Zum einen Arizona Klein, Arizona Groß gibt's auch, sehe ich jetzt mal als einen Standort. Und in Cape Town geht das Ganze auch. Ich würde sagen, wir gehen nach Arizona, weil ich das Ganze optisch ein bisschen ansprechender finde tatsächlich. Sehr viel schöner finde. Und wie gesagt, ich bin, was das angeht, nicht so richtig gut. So, du kannst hier natürlich, bevor wir hier richtig reinstarten, du kannst hier natürlich dein Fahrzeug wählen. Okay, gut, du musst erstmal einen Startpunkt nehmen. Nehmen wir mal hier den Startpunkt. So, das ist übrigens dann der kleine Bereich. Startbox hier. Und genau, jetzt kannst du dein Fahrzeug wählen. Und es gibt viele, viele Autos. Also hier allein schon mal direkt ein fetter Subaru. Aber auch unzählige andere. Also mittlerweile auch den Lotus, Porsche RGT wieder am Start. Und ja, wenn man hier weiterschaut, Trucks, Buggies und. Also die Palette an Fahrzeugen, die ist schon sehr groß. Ford Mustang. Porsche 959 finde ich ja immer wieder sehr, sehr geil, das Auto. Und auch den BMW M1 haben wir hier. Ja, wir fahren aber, glaube ich, mit dem Aston Martin hier. So, und da kannst du theoretisch auch testen. Okay, musst aber erstmal... Wait a second, welchen Modus habe ich denn gerade ausgewählt? Genau, Challenge Settings. Jetzt habe ich Gymkhana. Ihr könnt natürlich auch Smash Attack nehmen oder Gatecrasher. Ich nehme jetzt mal Gatecrasher oder kannst du direkt halt mal testen. Kannst hier rumfahren und wenn du später halt Sachen positioniert hast, kannst du auch mal überall ein bisschen rumprobieren. Und ganz wichtig ist es dann, dass du auch diesen Parcours selbst schaffen musst einmal, ehe du den hochladen darfst, weil sonst könntest du theoretisch einen unmöglichen Parcours bauen, irgendwo, wo ein Sprung nicht funktioniert und dann wäre halt alles für die Katz, ne? Deswegen gehen wir mal zu Create und schauen mal, was wir hier alles haben. Zack, zack. Objekte-Browser und da hast du zum einen das, was du kürzlich genutzt hast, das, was du dir angepinnt hast, aber auch was für den Modus eben wichtig ist, da kannst du dir eben die Checkpoints setzen, da kannst du zum Beispiel direkt, wenn du lustig bist, hier nach einen Checkpoint setzen und sagen, ja, du fährst halt direkt durch einen Checkpoint, aber auch natürlich ganz woanders noch die ganzen Checkpoints platzieren, kannst halt hier am anderen Ende irgendwie den Finishpunkt machen. Zack, zack, zack. So, und da habe ich die Kameraperspektive geändert. Und genau, da kommen wir zu den ganzen unterschiedlichen Bausteinen. Also, du kannst dir mit Y die Sachen anpinnen, aber ansonsten hast du halt unglaublich viel Auswahl, was verschiedene Plattformen angeht. Du hast zum anderen, Moment, da muss ich jetzt, glaube ich, mal die Kameraperspektive ändern, wobei man das auch schon annähernd erkennen konnte. Du kannst dir zum Beispiel Rampen bauen, sodass du sagst, ey, vor dem Finish, du kannst halt nicht wirklich von der Seite rein, sondern du musst da irgendwie zuvor einen Sprung hinbekommen. Oder du kannst das auch natürlich rotieren und sagen, hey, zack, du musst ja einmal drüber fahren. Vielleicht darfst du nicht zu schnell fahren, weil du übers Finish springst oder so. Damit man da halt eben so durchkommt. Aber es gibt halt unzählige Objekte, ja. Hier kannst du zum Beispiel eine Kurve machen, die so ein bisschen nach außen hängt. Wartet. Du kannst natürlich auch das so einstellen. Ich mache das jetzt mal testweise irgendwo hier hin. Du hast hier eine Kurve, die extrem nach außen hängt. Die haben halt die Besonderheit, diese Kurven, dass du, wenn die nach außen hängen, halt sehr viel Untersteuern hast. Dann kannst du natürlich auch zum Beispiel
so ein Teil nehmen, so ein Viertel, das eben nicht so krass hängt. Oder kannst du natürlich auch Fallen einbauen, weißt du, dass jemand da zum Beispiel hochdriften möchte und dann knallt er gegen den gelben Bereich und denkt sich, sehr nett von dem Typen, der diesen Park gebaut hat. darüber hinaus, natürlich gibt es auch Steilkurven. Steilkurven finde ich super. Nicht nur, weil ich momentan relativ viel auch im Ovalsport unterwegs bin, sondern auch, weil Steilkurven halt einfach unglaublich gute Performance an für sich direkt bieten. Also du kannst halt super, super schnell durchrattern. Und auch eine sehr schöne Geschichte. Ich platziere einfach mal so ein paar Objekte, ne? Da kommen so ein paar Zäune und so hinzu, die du halt mit reinpacken kannst, wenn du halt gewisse Objekte schön ein bisschen einzäunen willst. Dann dasselbe, was wir vorhin hatten mit den Blöcken, nur halt jetzt quasi mit Dreck drauf. Und dann kannst du halt natürlich auch außer die normalen Blöcke auch Dirt-Blöcke hierhin platzieren und Rampen und Steilkurven und so weiter und so fort. Also auch hier mit verschiedenen Anhöhungen und sowas. Ist schon sehr, sehr cool gemacht. Du hast schon sehr viele Möglichkeiten. Und vielleicht kommen da ja noch über DLC weitere Sachen dazu. Ich kann mir auch vorstellen, dass neue Settings hinzukommen werden. Was halt super wichtig ist, ist, dass das irgendwie auch eine Funktion gibt, dass das Ganze aneinander klippt. Ja, und das hatte ich vorhin, aber hier geht es gerade nicht ganz. Aber ich würde sagen, es ist close enough. So, und da kannst du zum Beispiel jetzt auch sagen, kurz mal, ich teste hier. Zack. Checkpoint überquert, sehr gut. So, und da fährst du jetzt mal hier rein. Da bist du schon mal durch deine eigene Kreation so ein bisschen durch. Oder halt auch hier zum Beispiel mal. Bäm. Schön drüber gehüpft. Und dann kannst du wieder zurück zum Editor. Und ich zeige euch nochmal, was für weitere Optionen es gibt. Ah, hier gibt es nochmal eine sehr lustige Strecke, muss ich euch zeigen, weil hier kannst du theoretisch sowas wie so ein kleines Minenfeld platzieren. Und das ist halt sehr, sehr lustig dann. Und weiterhin, so, klar, sehr viele Sachen auch hier wieder. Reifenstapel. Kannst du schön auch Kurven mitformen, wenn du sehr geduldig bist. Hier auch ein paar Leitplanken mal hinbauen. Insgesamt also sehr, sehr viele Möglichkeiten, die es hier letztlich gibt. Und wenn du halt ganz extrem sein willst, dann kannst du natürlich auch sagen, hey, so eine normale Rampe bin ich besonders genug. Ich nehme jetzt mal so ein richtig krasses Ding einfach hier rein. Oh Gott. Ja, und wenn du ein bisschen Erbarmen mit den Spielern haben möchtest, dann setzt... Oh Gott, es gibt sogar noch eine... Alter, oh Gott. Wenn du ein bisschen Erbarmen mit den Spielern haben möchtest, dann setzt du natürlich irgendwas noch hin, damit sie nicht quasi, wenn sie so hoch springen, dann irgendwie auf der Nase oder so wieder landen, sondern dass sie halt so ein bisschen entspannter wieder landen. Schulbusse kannst du dir auch hier hinsetzen. Tunnel, und halt auch ein paar erweiterte Sachen. Das finde ich zum Beispiel sehr cool, ja, dass du hier direkt mal so ein größeres Asset hast für Leute, die eben entsprechend ein bisschen weniger Fantasie haben, so wie ich. So, Reifen, kaputte Autos und natürlich, genau, das hatten wir ja schon so ein bisschen gesehen, da kannst du halt so ein paar Tokyo Drift Vibes erfüllen, indem du so ein parkhausmäßiges Ding machst. Theoretisch geht hier unglaublich viel. Ich habe jetzt mit so vielen Objekten, die ich platziert habe, gerade mal nicht mal 1% ausgeschöpft. Das sieht man ja rechts oben. Also da geht eine Menge. Schilder hinbauen. Kleiner Hinweis. Kannst natürlich auch die Leute ein bisschen trügen damit. Ja, kann das Rote in die falsche Richtung irgendwie zeigen. Aber dann hast du noch irgendwo ein grünes, was in die richtige Richtung zeigt. Also Rot blinkt so schön abwechselnd. Ja, kannst du hier auch theoretisch den Kran hin positionieren und da durchdriften. Und einen Checkpoint da durchmachen. Das wäre auch schön. Dixie-Klo geht auch. Und das ist jetzt mal so ein Ding, behaupte ich mal, wo man nicht so gerne fahren wollen würde. Aber ich persönlich bin halt, wie gesagt, in so Editoren einfach nicht so richtig gut. So, Landeplattform. Passt aber immerhin.
Autsch. Fahren passt bei mir noch nicht so ganz. So, und dann kannst du am Ende schön durchs Finish jagen und mal gucken, ob hier mein Plan funktioniert. Jawohl. Dann fliegst du halt über das Finish. Und dann sieht man auch rechts Startgate, Finishgate und Validated. Wahrscheinlich musst du das machen, wenn du Publish drückst. Ja. Aber ich lade diesen Park nicht hoch. Das wäre eine blamable Geschichte. Auch wenn noch so gut wie niemand diese Version spielen kann. Ich würde sagen, viel eher gucken wir uns doch mal nochmal vielleicht das Thema an Buzz Blast. Das ist nämlich sehr lustig. Da können wir mal kurz reinspielen. Puh, und jetzt schauen wir mal rein. Also, hier sind wir mit dem Skoda unterwegs. Auch hier gilt, Fahrphysik bin ich überhaupt nicht mehr gewohnt aktuell. Oh Gott, dass ich diesen Disclaimer gemacht habe. Muss die fertige Version, glaube ich, mit Lenkrad spielen. Das wird wichtig. Weiß nicht, warum ich mich so schwer tue plötzlich. So. Schönes Checkpoint-Rennen. Überall die geilen Busse hier. Dass sie hier falsch parken alle, das interessiert keinen. Ich habe auch mal die Handbremse hier mal genutzt. Oh! So, und hier zum Beispiel das. Deswegen habe ich diese ganzen Dinger da auch positioniert. Das finde ich halt sehr, sehr lustig, weißt du? Wenn du da so durchfahren willst und dann bam, 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 bam. Oh! Hobbelst du halt drüber. ...1,36 war meine erste Bestzeit hier. Oh je, Mine. Da habe ich mich vorhin überschlagen, weil ich da auf den letzten Bus gelandet bin und mich dann überschlagen habe. Aber ja, 10 Sekunden ungefähr schneller. Das ist schon mal okay. Nicht perfekt, aber ist okay. Ja, und wir können vielleicht noch ein Level antesten. Das ist dann quasi der Playgrounds-Modus. 3 verschiedene Modi, kompletter Editor. Für die Leute, die sich da halt... nehmen wir mal The Jump. Das war sehr angenehm. Für die Leute, die sich da kreativ austoben möchten, für die wird es auf jeden Fall eine Langzeitmotivation geben. Also ihr werdet es wahrscheinlich auch anhand des Editors bewerten können, wie viel Zeit man da halt reinstecken kann. Ich schätze mal, so wie... Also meine Pleb-Meinung ist auf jeden Fall dann eine Menge. Für mich persönlich ist das auf jeden Fall dann auch zwar ein Anreiz, dass man hier mal reinzockt in so einen Modus, dass man auch mal ein paar Kreationen vielleicht von ein paar Zuschauern sich anschaut. Ich glaube, für mich persönlich wäre aber die Karriere tatsächlich noch ein bisschen motivierender als der Playgrounds-Modus an für sich. So, das ist eine gemeine Kurve. Sehr, 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 sehr fies gebaut. Nein! Oh, doch! Ja! Das zählt! Und das ist eine neue persönliche Bestzeit. 47,6. Sehr schön. Ja, und das habe ich schon geliked. Abgesehen davon, dass ich fahrerisch gerade furchtbar unterwegs bin, frage ich mich aber tatsächlich, warum die Fahrphysik sich jetzt für mich persönlich so ein bisschen anders anfühlt. Keine Ahnung. So. Zocken wir jetzt noch mal ein letztes Event hier mal an. Auf geht's. Ja, und hier sieht man auch schon das Potenzial, ne? Wenn du richtig diese Blöcke überall hin platzierst, da geht ja einiges. Übrigens muss ich eine Sache sagen. Ich habe jetzt alles auf hoch gestellt, 4K. Habe ich, glaube ich, am Anfang auch schon erwähnt. Oh Gott, hier muss ich jetzt hochdriften, ne? Wie gesagt, im Project Cars solltest du eher nicht driften. Den ganz andere Baustelle. Und zwar Baustelle jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, weil so sehen sollte Parcours ja eigentlich immer aus.
Es sieht richtig gut aus, das Spiel. Also optisch, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Und gut, ich habe im Moment die 2080 Ti, da würde man sagen, okay, eine Grafikkarte, die über 1000 Euro kostet, die spuckt auch ganz gute Bilder aus, logisch. Ja, bald kann man das sogar für unter 500 Euro hinbekommen, dann Top-Grafik abzurufen, die besser ist als das, was die 2080 Ti darstellen kann. Ich weiß auf jeden Fall, dass bei meinen Streaming-PCs... Jawohl! Das war auf jeden Fall eine klare persönliche Bestzeit. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Streaming-PCs dann die 3070 bekommen werden. Und mein Gaming-PC wird dann die 3090 bekommen. Und damit geht's dann halt in 4K auf Max-Settings mega krass ab. Ich meine, ich bin ja jetzt schon auf den hohen Settings. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das war ein ordentlicher Einblick für euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo raushauen. Ansonsten eure Meinung in die Kommentare gerne reinposten. Und wir sehen uns dann, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann das Game rauskommt, aber wir sehen uns, ich glaube, im Laufe des Monats oder Anfang nächsten Monats zum Release. Ich glaube, da war ja irgendwas mit einer Woche Verschiebung, oder? Ich gucke nochmal ganz kurz. Dirt 5 Release. 2020. Okay, cool. Das ist natürlich sehr spezifisch. Oh Mann. Jo, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall zum Release des Spiels spätestens wieder. 9. Oktober soll es jetzt dann wohl sein. Und ich hoffe, wie gesagt, war ein guter Eindruck oder guter Ersteindruck für euch. Und ja, bis demnächst.